Hallo, mein Name ist Christian, ich arbeite bei der Firma Tetra und ich bin selbst begeisterter Hobby-Aquarianer. Heute habe ich mir den Tetra EX 800 Plus Außenfilter besorgt und zeige euch jetzt, wie er aussieht und in meinem Aquarium angeschlossen wird. Ich öffne erstmal die Verpackung und als erstes seht ihr die Gebrauchsanleitung. Dann kommt auch schon der eigentliche Filter. Und in diesem Karton befindet sich das Material zur Befestigung inklusive der Rohre und Schläuche. Hier seht ihr nun den Filter. Der Filterkopf lässt sich ganz einfach vom Filtergehäuse abnehmen. Das hier ist jetzt das Abdeckgitter. Der erste Filterkorb enthält ein Feinfiltervlies. Dann kommt die Aktivkohle und hier noch ein etwas gröberer Filterschwamm. Im nächsten Korb befinden sich zwei Filterschwämme. Der dritte Filterkorb enthält die sogenannten Biobälle zur Ansiedlung wichtiger Bakterien. Und der letzte Korb ist befüllt mit einem Filterschwamm und dem Keramikring für die mechanische Filterung. Und hier nochmal alle Filterkörbe für euch im Überblick. Bevor ich alles wieder zusammensetze, reinige ich die Biobälle unter Leitungswasser. Das gleiche mache ich natürlich auch mit den Filterschwämmen. Und zuletzt spüle ich auch noch die Keramikringe unter fließendem Wasser. Jetzt muss ich noch die Aktivkohle aus dieser Plastikhülle nehmen und packe sie wieder zurück in den Filterkorb. Feinfiltervlies wieder drauf und fertig. Dann können auch schon alle Filterkörbe wieder zurück in den Filter. Übrigens, ein cleveres Detail sind diese Pfeile auf dem Rand des Filterbehälters. Auf den Filterkörben befinden sich nämlich auch die entsprechenden Pfeile. Und so seid ihr sicher, die Filterkörbe richtig einzusetzen. Nun kommen alle Filterkörbe, klar in umgekehrter Reihenfolge, wie ich sie entnommen habe, wieder zurück in den Filterbehälter. Abdeckgitter noch drauf und dann kann ich den Filterkopf wieder auf dem Filterbehälter arretieren. Weiter geht's nun mit den Anschlüssen, um den Filter mit dem Aquarium zu verbinden. Das hier ist der Schlauchadapter, der direkt in den Filterkopf eingesetzt wird. Passend dazu die Schläuche für die Ansaug- und Auslaufrohre und ein Vorfilter für den groben Schmutz. Und das sind die eigentlichen Rohre und die unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten. Der Schlauchadapter lässt sich ganz einfach einsetzen. Hier die beiden Verriegelungshebel, den grünen drehe ich um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, dann den Schlauchadapter in den Filterkopf stecken, den grünen Hebel zurückdrehen und beide Verriegelungshebel dann nach unten. Jetzt ist der Adapter fest mit dem Filterkopf verbunden. Jetzt bereite ich das Ansaugset vor. Das lässt sich ganz einfach zusammenstecken. Dieses hier ist das Teleskoprohr. Das kommt auf das U-Stück. Das Filteransaugsieb stecke ich hier drauf.
Und dieser Vorfilter hier filtert später im Aquarium den ersten groben Schmutz. Das Auslaufset stecke ich genauso einfach zusammen. Zuerst die beiden Düsenrohre. Achtet bitte darauf, dass die Düsen bei beiden Rohren in eine Richtung zeigen. Und auch hier kommt wieder ein U-Stück drauf. Fertig. Die beiden Schläuche für die beiden Ansaug- und Auslaufsets müssen als nächstes am Schlauchadapter befestigt werden. Einfach die Schläuche auf die Anstoßstutzen stecken und die Schlauchsicherungsmuttern handfest anziehen. Nun geht es direkt am Aquarium weiter. Ich stelle den Filter jetzt erstmal vor das Aquarium. Mein Unterschrank hat hier in der Rückwand extra Aussparungen für Kabel und Schläuche. Eine ähnliche Lösung bietet sich ja auch euer Unterschrank. Bevor es allerdings weitergeht, drehe ich die beiden Absperrhähne zu. Mein Aquarium hat hier oben verschiedene Deckelklappen. Diese nehme ich raus, um die Anschlüsse einbauen zu können. Das Ansaugset hat ja dieses praktische Teleskoprohr. Damit kann ich die Rohrlänge schon mal auf mein Aquarium anpassen. Die Saugnäpfe noch an zwei Stellen für die Befestigung im Aquarium angebracht und jetzt bringe ich den Schlauch am U-Stück des Ansaugsets an. Schlauchsicherungsmutter drüber und handfest anziehen. Ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr den Schlauch vom Einlass in mit dem Ansaugrohr verbindet. Jetzt setze ich das Ansaugrohr ins Aquarium. Saugnäpfe angedrückt und fertig. Die Anbringung des Auslaufrohrs funktioniert praktisch genauso. Saugnäpfe dran, Schlauch angeschlossen. Aber wie gesagt, handfest anziehen. Und auch hier wieder Achtung, verbindet den Auslaufschlauch mit dem Auslass out. Dann bringe ich auch das Auslaufrohr im Aquarium an. Die Absperrhähne müssen jetzt geöffnet werden. Und ein raffiniertes Detail dieses Filters ist dieser Starthilfeknopf. Einfach ein paar Mal drücken und der Filter beginnt sich mit Wasser zu füllen. Da kommt auch schon das Wasser in den Schlauch vom Auslaufrohr. Das funktioniert schon mal prima. Das Volumen des Filters führt natürlich dazu, dass der Wasserstand im Aquarium sinkt. Das fülle ich nun wieder auf. Das Auslaufrohr muss ich jetzt noch ein wenig nach oben schieben, damit das ausströmende Wasser auch für Unruhe an der Wasseroberfläche sorgt. Das ist wichtig für die Wasserqualität. Jetzt muss nur noch der Stecker für den elektrischen Betrieb in die Steckdose gesteckt werden. Bei meinem Unterschrank passt dieser Filter ideal in dieses Fach. Deckel drauf. Noch die hintere Klappe montiert. Licht an. Fertig.